Hallo, du mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute euch mal so ein bisschen an meinen Überlegungen und an meinen Zweifeln und an meinen Spekulationen über meine Zukunft teilhaben lassen. Und ich hatte ja schon einmal erzählt, dass ich so den Traum habe, einen Bauernhof aufzubauen. Mit viel Land, mit viel Feld, mit großem Bauernhaus, mit ganz viel Tieren, mit einem Hof, mit weiß ich nicht, so groß muss das gar nicht sein. Ja, kann alles auch mini sein. Ich würde sagen, das würden so 4.000, 5.000 Quadratmeter würde auch reichen. Also einfach, dass man so einen Stall hat, so einen großen, riesen Garten meinetwegen, wo du viel anbauen kannst. Und einen Stall auch für die Tiere, wie gesagt, so ein Kuhstall, so relativ groß, dass ich auch wohl für dich, nur eine Kuh, mehr will ich nicht. Und ich möchte Ziegen haben und Schafe, Allahi sin Wilster natürlich, dass... das sind ja die Dinge, die ich mir gerne wünsche, mit Hunden, mit Katzen, mit vielleicht Gänsen und Enten noch und hast du nicht gesehen, so ein paar Kleintiere noch. Natürlich möchte ich das Ganze im Hinblick darauf hin, selbstversorgerisch tätig zu sein, also eigene Stromerzeugung, vielleicht auch Wassererzeugung selber, aber auf alle Fälle das, was du täglich isst, selbst anzubauen und zu erzeugen, ja Milch, Eier. Obst und Gemüse und Brot backen, meinetwegen, dass man vielleicht noch so ein kleines Feld hat, wo man auch Korn anbaut. Muss aber nicht sein, das kann man ja auch kaufen. Brot ist in der Türkei, Alhamdulillah, zum Glück, relativ günstig. Genau, solche Sachen habe ich ja vor und ich hatte ja auch schon erzählt, dass das hier, wo wir jetzt sind, natürlich gar nicht machbar ist, schon allein, weil das hier ein Wohngebiet ist und eben kein landwirtschaftliches Gebiet. Ja, es ist auch abzusehen, dass das hier irgendwann mal, wie gesagt, hier kommt eine große Umgehungsstraße her, wann sie herkommt, das weiß auch noch keiner, aber das ist alles kein Hinderungsgrund. Ich kann dir da auch einen Kuhstall hinbauen, ich kann hier auch einen Schafstall hinbauen und dann kann ich die Schafe auch, weiß ich nicht, überall hinbringen und ich kann sie auch im Stall halten und können im Garten rumlaufen, kann man alles machen, ja. Das Ding dabei ist, ich hätte schon gern auch das alles am Haus dran. Ich kann hier schlecht irgendwas anbauen, das wäre gar nicht mehr möglich von der Fläche her. Aber alles nicht unmöglich, aber mit viel Umbaumaßnahmen verbunden, die man vielleicht hier auch gar nicht machen muss. Ja, da wäre man sicherlich woanders besser aufgestellt. Man hätte da auch mehr Ruhe. Hier ist ja schon sehr unruhig alles durch die ganzen Touristen hier. Und insofern bietet es sich an, woanders hinzugehen. Ja. Und ich bin ja schon eine ganze Zeit damit im Struggeln mit mir, am Hin und Her überlegen, wo könnte das sein. Und würde vielleicht, wenn ihr Lust habt, ein bisschen mal die verschiedenen Städte jetzt mit euch so durchgehen, die ich so im Kopf habe. Und vielleicht auch das eine oder andere ausschließen. Viel habe ich ja noch nicht gesehen hier in der Türkei, aber ja schon so einiges. Und da könnten wir vielleicht ja mal die Städte durchgehen, in denen ich schon mal war und in denen sich das vielleicht anbieten würde. Und vielleicht sogar so ein bisschen in Verbindung bringt mit meinem Anspruch an, nicht ganz so türkisch zu sein, sondern so ein bisschen Tourismuskultur mit reinzubringen. Also natürlich fangen wir mal mit Çorum an. Das wäre genau der Ort, der wahrscheinlich für meinen Mann der idealste Ort wäre, um das Ganze zu machen. Er hätte mich dann auch bei seiner Familie wieder. Wenn du den fragst, dann würde er auf jeden Fall sagen, Çorum oder Umgebung, ne? Wie gesagt, ist ja nicht direkt Çorum, aber so da, ja, da kennt man jeden, man hat Connection en masse, ja, eine riesengroße Familie, Alhamdulillah, viele Bekannte und jeder kennt jeden. Und das da zu machen, ne? Mit viel Hilfe der Familie natürlich, weil Oma hat ja nicht so viel Ahnung davon. Das wäre ideal, ja. Aber da will ich nicht hin. Man will ja immer das nicht, glaube ich, was man schon mal hatte. Ich habe da 6 Jahre gelebt fast und ich kenne natürlich auch alle Nachteile, die das da hat. Und gibt auch viele Vorteile natürlich, aber auch viele Nachteile. Und deswegen, das möchte ich nicht. Ja, es ist mir und warum nicht? Also die Gründe würde ich auch mal gerne gleich mit anschieben.
weil das mir zu türkisch ist dort. Und was meine ich damit zu türkisch? Es ist zu altbacken türkisch dort. Es ist zu wenig moderne dort. Es ist noch alles sehr wie vor 30 Jahren, vor 40 Jahren. Hat sich kaum was verändert. Im Gegenteil, da die jungen Menschen fast alle weg sind aus dem Gebiet, wo wir herkommen, sind ja nicht in Çorum, sondern so in einer Kleinstadt, ne? Ihr wisst. Und die jungen Menschen sind alle weg, weil es da keine Arbeitsmöglichkeiten gibt. Man kann da nicht viel machen als junger Mensch. Die sind raus und es sind nur noch die Alten da oder eben Menschen, die aus anderen Problemländern hergekommen sind. Und daher ist alles, was ich dort machen würde, unter dem Deckmantel der Altbackenheit sozusagen. Nur zu machen. Also es wäre schon problematisch, mit meinem Handy durch die Gegend zu laufen. Geschweige denn, dass ich alleine überhaupt rausgehen könnte. Ja, kann man, ja, man kann alles, ist ja nichts verboten, aber man macht es halt nicht. Man geht eigentlich immer nur so, die Frauen gehen eigentlich nur so zu zweit raus. Ja, das ist eben so. Das war schon immer so und das ist auch immer noch so. Klar, es gehen auch viele alleine, aber dann eher so die Älteren mal und auch eigentlich nicht. Also man geht immer nur zu zweit. Und schon gar keiner läuft da mit dem Handy rum und filmt sich und die anderen. Das will auch gar keiner. Also keiner will gefilmt werden. Ja, das würde sich schon mal gar nicht mit meinem täglichen Tun vereinbaren. Aber wenn ich dann sage, okay, ich habe da ja einen Bauernhof und ich bin da ja auch ziemlich allein auf weiter Flur, ich kann da so viel filmen, wie ich will. Wenn Mama sagt, ich will YouTube weitermachen, was ja auch noch sehr in Frage steht, ne? Dann, egal, nehmen wir mal YouTube raus, nehmen wir das Film raus, es ist mir einfach zu wenig Moderne dort. Und selbst diese türkische Moderne möchte ich auch nicht nur haben, sondern ich würde gerne so dieses International Moderne mit haben. Aber nicht zu viel, wie hier. Man kann sich ja leider die Stadt nicht packen, die man gerne haben möchte. Aber hier ist es einfach viel zu viel Tourismus, viel zu viel Fremdeinwirkung und so, dass das Türkische total überdeckt wird hier. Das ist auch nicht gut. Selbst die Türken, die hier sind, haben sich natürlich anpassen müssen an den Tourismus, weil sie ja letztendlich da auch Geld verdienen mit. Sodass auch da viele Dinge nicht so ganz rundlaufen, wie ich sie gerne hätte und wie ich sie kenne und wie ich sie ja, man hat ja den Anspruch, den Lebensort sich so auszuwählen, wie man ihn gerne möchte. Also in Çorum möchte ich auf gar keinen Fall leben, weil das ist, es ist viel zu altbacken. Ich glaube, das kann man mal so rundherum sagen. Wir sind nicht in Çorum, ne? Das muss man immer noch mal dazu sagen. Çorum ist eine große Stadt jetzt geworden in den letzten Jahren und ich kenne Çorum gar nicht. Ich war jetzt einmal da, ganz kurz, als ich letztes Jahr dort war bei der Familie, aber da habe ich auch nur so am Rand was gesehen. Also ich bin kurz durchgefahren, überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit vor 30 Jahren, als ich das letzte Mal da war. Aber auch das, nein, ne? Nein. Ankara, die nächste große Hauptstadt, von der ich ja berichten kann. Ich kenne Ankara nun auch nicht wie meine Westentasche, aber ich bin schon oft durchgefahren. Ich war schon da und hier und dort, aber nein, Ankara möchte ich auch nicht. Warum nicht? Ankara ist eine große Stadt, auch mit modernen Gegebenheiten, aber auch Ankara ist meiner Meinung nach noch sehr altbacken. Das kann man auch wieder so. Also jedenfalls das, was ich so dort gesehen habe, ja. Auch dort noch sehr traditionell alles. Ist ja auch gut, ist nicht schlimm und ist alles toll, aber wie gesagt, da fehlt mir wieder diese International Life, ja. Es ist noch sehr traditionell, es ist noch sehr kulturell, es ist noch wenig, habe ich das Gefühl, aufgegangen an neuem Leben. Natürlich ist es auch so, ich habe es noch nicht mitgekriegt und weil ich es nicht gesehen habe und weil ich es nicht kenne dort, ist es eben für mich trotzdem noch sehr. Also ich habe auch da das Gefühl, nicht so alles alleine machen zu können. Ich habe auch da das Gefühl, ständig unter Beobachtung zu stehen. Und ich habe auch da das Gefühl, dass auch da die Menschen irgendwie, weiß ich nicht, sehr skeptisch sind und sehr, ja, auch in ihrem, ähnlich so wie in Deutschland so ein bisschen. Ankara habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, so, das ist so drückend. Wisst ihr, was ich meine?
Istanbul. Komm, wir gehen mal nach Istanbul. Ja, in Istanbul war ich lange nicht, muss ich gestehen, aber schon wird sich nicht viel verändert haben. Wird sicherlich genauso sein, wie damals schon. Ist sehr modern, ja, ist sehr international geprägt auch, aber trotzdem noch sehr viel Tradition mit enthalten. Istanbul ist so ideal. Also wenn ich so einen Bauernhof in Istanbul irgendwo haben will, top, richtig gut. Aber das ist ja wohl außerhalb aller Vorstellungskraft. Ja, aber Istanbul ist schon okay. Ne? Also Istanbul ist noch mal so ein Highlight, wo man natürlich gerne einen Hof hätte, so ein bisschen so an den Randgebieten. Ja, also da kein Problem. Istanbul würde ich machen. Aber das ist ja unmöglich. Istanbul ist eines der teuersten Städte dieser Welt. Und geschweige denn, dass man da irgendwo einen Bauernhof findet. Ne? Aber gut, das wäre schon mal. Istanbul wäre gut, glaube ich, doch. Istanbul gefällt mir, weil du da auch viel Tourismus hast. Du hast viele Menschen, die da immer ein- und ausgehen. Hast aber noch sehr traditionelles Leben, auch wenn du willst. Und viel unterschiedliche Menschen. Auch die Menschen sind dort ganz anders, finde ich, als in Ankara. Total unterschiedlich, meiner Meinung nach. Immer nur mein Eindruck. Ich will niemandem auf die Füße treten. Es ist lebhafter, es ist geschäftiger und trotzdem fröhlicher und aufgeschlossen. Egal. Gut, weiter im Text. Istanbul okay, aber unmöglich. Viel zu teuer. Was haben wir als nächstes? Also ich würde jetzt mal Alanya auch nochmal mit reinnehmen, weil Alanya natürlich ein schöner Ort ist. Ich würde aber natürlich mit meinen Wünschen entweder Mahmudlar total ausklammern, wir sind ja hier in Mahmudlar, und weiter nach oben in die Berge, wenn Mahmudlar, sagt mal, auf der Liste bleibt, natürlich weiter in die Berge. Das hat aber den Nachteil, dass wenn du weiter in die Berge gehst, dort natürlich auch die ganzen Repressalien zunehmen, die es dort gibt. Ne? Berge gleich Schlangen, gleich Skorpione, gleich Bergsteigen, gleich unbedingt Auto, weiß ich nicht. Nee, nein, also so noch weiter hoch will ich nicht. Das ist mir jetzt zu. Nee, möchte ich nicht. Also ich will auch nicht an dort einen Berg steigen. Also ich bin hier schon hoch genug und noch höher will ich jetzt nicht. Also das ist mir hier schon viel zu viel. Also wenn, dann eher so weiter runter und Demirtaş, ja, oder wie heißt diese Stadt? Demirtaş ist ja der Stadtteil. Naja, ihr wisst schon, da wo der Flughafen ist, ich komme gerade nicht auf den Namen. Das wäre in Ordnung. Oder Richtung Mersin, diese kleinen Städtchen, die Richtung Mersin, wie kommen die ganzen Namen, habe ich alle vergessen, ne? So kleinere Städtchen am Meer liegend, aber doch sehr einsam mit einsamen Buchten und so. Das ist schön. Ja, da irgendwo so einen Bauernhof haben, ne? Das wäre toll. Obwohl wahrscheinlich auch das viel zu teuer ist. Aber ja, das wäre so mein Wunsch, Traum Nummer eins jetzt. Ne? Istanbul mal ausklammern. Natürlich, Istanbul steht immer weiterhin an erster Stelle, aber das kann man ja nicht machen. So Richtung Mersin. Mersin mag ich nicht. Habe Mersin gesehen. Wir sind ja durchgefahren, aber nicht, wir haben auch nicht viel gesehen. Ne? Wir haben uns ja mitgenommen. Ich habe jetzt nicht so viel gesehen, aber Mersin, nein. Also Mersin möchte ich jetzt eher so nicht. Ich habe, wie gesagt, nicht so viel, aber so der erste Eindruck, nö. Da ist mir mein Alanya schon viel lieber, weiß ich nicht. Mersin nicht so sehr, aber die Städtchen, die so dazwischen lagen, die fand ich schon schöner und da könnte ich mir das eher vorstellen. So ländlich, irgendwie so ein bisschen ländlich. Ja, mit ländlich meine ich jetzt nicht so total irgendwo abgeschnitten auf dem Land, sondern halt schon fußläufig noch wieder in die Stadt gehen könnt. So wollte ich das damit zum Ausdruck bringen. Also nicht zu viel Land, also nicht zu viel einsam und so. Also schon so ein bisschen. Ach Gott will, also Gott will, so Allah, ich bin selbst. Aber ja, was haben wir denn noch an Städten gesehen? Also ich war in Didim, das ist aber jetzt schon 30 Jahre her, da kann ich ja gar nicht mehr mitreden.
nehmen wir das mal aus, wo war ich noch? Mardin. Mardin war ich auch. Ja, Mardin ist noch mal richtig schön gewesen. Ne? Obwohl das ja ganz im Osten ist und obwohl da ja auch die ein oder anderen Unruhen ja auch manchmal in Richtung dieser Gefilde stattfanden. Also Mardin ist wirklich eine schöne Gegend. Ne? Oh, das fand ich so schön. Aber vielleicht auch nur, weil es so ein Urlaubsort war, wo wir dann halt auch nochmal so 2 Tage waren. Und überall, wo man so 2 Tage im Urlaub ist mit der Familie. Ich war ja mit meinem Sohn da, das ist ja dann nochmal was anderes. Ne? Dann ist ja eben alles schön im Hotel und haben viel besichtigt und so. Wir hatten unser Auto und es war schon richtig schnuckelig schön. Das kann man schon nicht anders sagen. Ne? Aber im Urlaub ist alles schön. Nee, Mardin würde ich auch nicht wollen, weil das ist schon zu doof, also zu Osten. Also nee, also so gefährliche, vermeintliche Gebiete möchte ich dann doch nicht. Aber sehr schön, ja, auch die Dörfer und so richtig schön. Also natürlich schön, türkisch schön. Ja, ist jetzt nicht so, dass es da jetzt besonders irgendwas Besonderes ist. Ne? Aber ja, doch. Also war schon schön. Aber nein, möchte ich nicht. Wo waren wir noch? Adana bin ich nur einmal durchgefahren. Kann ich auch nicht drüber reden. Ist eine riesige Stadt. Ne? Weiß ich nicht. Ja, war jetzt. Aber da ist immer schön warm. Überall, wo schön warm ist, ist ja auch gut. Bin aber nur durchgefahren, kann ich gar nicht drüber reden. Ist halt eine riesige Stadt. Gibt es sicherlich auch schöne Sachen, will ich nicht ausschließen, Adana. Aber da gibt es auch, die hat auch schon so ein, also weiß ich nicht. Ne? Aber so, wo sind wir noch durch? Schanlofer. Kann sein, aber auch eher nicht. Also auch weder Schanlofer noch Gazi Pascha sind alles so Städte, die zwar recht schön sind, aber nein, also da möchte ich das auch nicht. Also wenn, dann schon eher an der Küste lang und diese kleinen Städte, die wir da besucht hatten, das wäre schon, wo wir durchgefahren sind, so da, ne, am Meer, so ein bisschen an den Bergen, aber auch nicht in den Bergen gelegen. Also ich möchte nicht wieder berghoch stampfen müssen. Ja, was haben wir noch für Städte, die wir zur Auswahl? Konya. In Konya sind wir noch gewesen. In Konya könnte ich mir das tatsächlich auch noch vorstellen, weil Konya ist nicht ganz so weit weg von Alanya. Man kann immer mal so 3 Stunden, 3,5 Stunden den Berg rüber und dann ist man wieder hier. Konya ist aber auch sehr traditionell. Ne? Das kann man schon nicht anders. Es ist schon eher wie Ankara. Aber die Menschen, die wir da getroffen haben, waren tatsächlich wirklich sehr nett. Aber es ist schon wie Ankara so ein bisschen, Konya, finde ich. Auch eine riesige Stadt, ne, wirklich. Aber auch sehr schön. Ja, Konya, okay. Also Konya würde ich mal mit einbeziehen in meine Liste. Kappadokien war schön. Ja, da waren wir ja auch vorletztes Jahr. Ne? Kappadokien war auch schön. Ja, Kappadokien war schön. Ja, ja. Kappadokien ist schön, ist kein Meer, ne? Ja, das ist nicht gut, aber Kappadokien mochte ich auch recht gerne. Ja. Ah, Fethiye. Ja, Fethiye geht auf jeden Fall klar. Fethiye wäre auch schön. Okay, Fethiye. Oh, Fethiye ist wunderschön, ne? Ja. Ja, aber das ist natürlich auch wieder sehr touristisch alles und weiß ich nicht. Fethiye, die Stadt an sich, haben wir auch gar nicht gesehen. Wir waren ja, also haben wir schon gesehen, aber sind wir durchgefahren, haben wir auch ein bisschen geguckt, aber kenne ich jetzt auch nicht so sehr. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das schön ist. Aber kann ich nicht genau sagen. Aber Fethiye ist auch wirklich wunderschön gewesen. Ja. Und dann waren wir noch in ich komme auch auf den Namen wieder nicht, da wo diese weißen Dinger sind. Komme ich nicht drauf. Da möchte ich auch nicht hin. Also da möchte ich. Nee, da möchte ich auch nicht leben. Aber Kappadokien hatte was. Das war so ein bisschen romantisch und ja, müsste man sich überlegen. Fethiye. Also wir haben auf unserer To-Do-Liste Fethiye oder die Richtung Fethiye, also da am Meer so. Ne? Und wir haben Richtung Mersin. Die ganze, aber nicht Mersin. Mersin mache ich nicht, mochte ich nicht so, keine Ahnung. War so, wie weiß ich nicht, kannte ich, haben wir auch nicht viel geguckt, wie gesagt, aber nee, Mersin möchte ich auch nicht. Aber so die Umgebung vielleicht, das wäre eventuell, ja. Na gut, meine Lieben, es reicht für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und mal gucken, wo Allah mein Buch hingeschrieben hat. Inshallah, ein schöner Ort. Bis bald. Tschüss.